Soll ich dann langsam mal den Stream anmachen? Sind wir schon so weit? Wann fangen wir denn offiziell an? Hatten wir überhaupt einen Trailer? Wer bist du Nein, überhaupt? Sag mal, was? jetzt bin ich wieder sehr hoch. Jetzt bist du sehr hoch, ja. Wie gut, dass ich eine Kamera habe, mit der ich einfach so rumspielen kann, dass die hoch und runter geht. Kann ich auch, aber die steht hier so wackelig. Oh. Also die ist nicht irgendwie fest, die steht halt hier auf einem Stapel Bücher und DVDs. Ach so. Ja, Hauptsache du bist im Bilde. Du kannst dich ja jederzeit sehen, ob du nicht im Bilde bist. Das ist ja das Gute im Gegensatz zu sonst. Na, ich sehe mich sonst auch, ob ich im Bilde bin oder nicht. Ach so. Das ist jetzt kein Argument. Mann, wieso steht das denn heute so blöd? Moment. Sind wir schon im Stream, weil du so lachst? Ach so, nein, nein, nein. Ich lache nicht, weil wir schon im Stream sind. Ich lache, weil... einfach so. Einfach so. Einfach so. Nein, klar, wir sind schon im Stream und die Leute kennen jetzt deine Ah, komm schon. Hausmeistergeschichte. Ernsthaft? Ja. Ist doch nicht schlimm. Nö. Nö. Kennt ja keiner den Hausmeister. Wie hieß er nochmal? So, das weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. So, der hieß so. So. In der Tat. Hat er ungefähr so geklungen? Laborchef Dr. Klenk. Jo, nee, ich mach dann wohl meine Einführung. Weil jetzt beginnt der Ah. offizielle erste Part der letzten Aufnahme oder so. Hallo. Also, wir machen heute, wir werden heute, und du musst mich jetzt dabei unterstützen, ganz moralisch und so weiter, wir machen heute die allerletzte Aufnahme von Leighton vs. Ace Attorney, zumindest was die Story angeht. Ist das so? Ja! 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 Wir werden heute Sophie den Narrateur freisprechen lassen und die Wahrheit aufklären. Geil wäre, wenn die es nicht schafft am Ende. Und dann doch die Hexe ist und verbrannt wird. Aber ja! Und wir werden heute, Moment, und ich werde mich so lange nicht rasieren, bis dieses Spiel durch ist. Herzlichen Glückwunsch zum Vollbart. Danke. Wie soll ich Vollbart das wurde meinem sich Chef dazu erklären? gefügt. Ja, der Stream wird wahrscheinlich so um die, ich denke, 4 Stunden wird er. Also wir werden auf jeden Fall viel Verwendung finden für diesen Sound hier. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Ja, wir versuchen das Ganze etwas stringenter zu Dafür hatten wir einen gestalten. Sound? Warte mal, jetzt sehe ich mich ja eh schon zweimal, wenn ich mich selbst noch nehme. Und sehe, wie ich mich so bewege. Ich sehe Drei. dich sogar dreimal, sehe ich gerade. Und wenn ich jetzt noch YouTube einschalte und dann den Stream gucke, das mache ich jetzt. Dann bist du ja übelst versetzt, aber dann kannst du dich sozusagen wieder in der Wiederholung sehen. Das ist doch schön. Ach, schau mal, das Rätsel haben wir vor einer halben Stunde gelöst. Ah, jetzt live, da wird es mir schon gleich empfohlen. Ich schau mal rein. Der Livestream ist bei mir offline. Wieso ist der bei mir offline? Der Browser erkennt. Keines der Jetzt ist Videoformate er sagt live. Sinn. Live? Ah, also es scheint live zu sein. Es ist alles gut. So, auf jeden Fall, ja, ich sollte dich vielleicht auch irgendwo mal ausstellen, damit ich dich nur zweimal habe. Muss es mit einem Reicht mir anderen Browser nämlich. versuchen. Mit meinem einen geht's gerade nicht. Okay. Nee, wollen wir dann mal weitermachen? Ah, ich weiß jetzt gar nicht, ob mein Latent-Spiel auch laut genug ist. Ansonsten stelle ich es lauter, wenn es nicht laut genug ist. Ich höre gar nichts. Ja, eben, ich auch nicht. Gehen wir mal. Ich höre was ganz Leises. Nee, das muss ich lauter stellen. Blöderweise, wenn du mir dann abschmierst, dann gibt es wieder Ohrenkrebs für alle, weil Skype das irgendwie runterregelt. Also Cool. jetzt, hörst du Dreimal. das Grillenzirpen? Ach so. Oder das Nee. Knistern vom Feuer? Bin mir nicht sicher. Ich will nur rauschen. Warte, ich mach mal wieder lauter. Ich höre so Brabbel, Brabbel, das könnte es sein. Ja, genau. Ich habe das jetzt mal extra laut gestellt, so, aber es müsste jetzt, wenn ich. So, hast du das Blum gehört? Hey, da Ja. sind ja Gegenstände. Kleine Glocke. Große Gegenstände? Glocke. Gigantomanische Glocke.
Wir sollten es nicht an die gigantomanische Glocke hängen. Genau. Schlüssel aus den Ruinen, Teil der letzten Geschichte, Aufzeichnungen der Wachen. Bringt das uns was? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die mehlbedeckte Robbe haben wir ja, also die brauchen wir bestimmt noch. Und natürlich dieses eine, ja, was hier, diese Vorrichtung, die wir mitgenommen haben. Der Turm ist danach auseinander. Wenn sich der ganze Turm zusammenbaut. Ja, genau. Ja. So, okay, genau, keiner hilft uns bei den Rätseln. Denn die müssen wir schon selber, da müssen wir selber failen. Ich bin eh wieder raus bei YouTube, das hat mich zu sehr verwirrt, vor allem, weil ich dich auch noch gehört habe, zweimal. Einmal ist schon mehr als genug. Ja, ich bemitleide dich schon fast, Marc. Ich auch. Ja, dafür, dass du hier jetzt dabei sein musst. Okay, ich bin so. Mitleide euch schon fast, Verteidiger. Jetzt bist du wieder so tief. Ach Mano, nur weil ich mich gemütlich hingesetzt habe. Ja, dann musst du die Kamera runter machen, dann kannst du dich auch gemütlich hinsetzen. Besser? Vielleicht. Ich kann das ja auch mal machen. Ah, ich kann das nicht machen, weil ich hänge hier noch an Kopfhörern. Weißt du, was mich verwundert, dass wir jetzt so schnell angefangen haben? Ja. Ich dachte, der Stream braucht viel mehr Vorbereitung, denn wenn wir eine normale Aufnahme machen, brauchen wir eine Stunde, bis es losgeht in der Regel. Tja, siehst du mal, die Stunde habe ich mir vorher schon genommen. Ich bin nämlich schon ganz lange wach. Ja, ich auch, aber da habe ich gefrühstückt und ich habe vorhin das Backblech mit hierher an den PC genommen, bis ich gemerkt habe, hä, wieso? Bin heute irgendwie verwirrt und noch nicht ganz da. Also, ich glaube, wir sollten mal hier, Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Ja, ja. Hä, dafür hatten wir einen Sound? Hä, dafür haben wir keinen Sound? Irgendwas ist komisch bei mir. Ich muss mal zusehen, dass ich hier unten... Nein. Ich bin jetzt mal in einem Fenster, da macht's, glaube ich, dann nicht mehr... Blum, wenn ich einen Sound abspielen will. Das ist der Mario! Gut. Alles klar, so, weiter geht's. Der Beweis, mit dem ihr voller Elan herumstolziertet. Stolziertet, das ist schön. War bedauerlicherweise nutzlos. Gewiss, das Gericht sieht keinerlei Probleme in dieser Aussage. Das leuchtet ein. Und das klingt alles sehr plausibel. Ja. Wir sollten keine Zeit vergeuden. So fahrt doch bitte mit der Verbrennung fort. Nun, falls dem Verteidiger die Ideen noch nicht ausgegangen sind, natürlich. Der Richter ist bereit, das Urteil jederzeit zu verkünden. Ich muss Schwachstellen in ihrer Aussage finden. Ich muss einen schlüssigen Anhaltspunkt in diesem Fall finden. Ah. Ja. Sobald der Regen am Abend nachließ, kletterte ich die Holztreppe des Glockenturms hinauf und erwartete die Parade. Ja und? Das war doch soweit. Hatten wir nicht die Aussage schon mal? Ja, und dann beschwor sie den Feuerdrachen. Weiß nicht warum. Oh. Nee, was, mir wurde endlich gespeichert. Doch, hatten wir. Wir waren ja an der Stelle jetzt, also wir hatten was angegriffen, aber, beziehungsweise was präsentiert. Mir wurde bewusst, dass Arcana tief in mir... Müssen wir jetzt nochmal alles angreifen? Oder ist es noch mehr in der Aussage drin? Bla 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 bla, Holztreppe hinauf. Ja, aber ehrlich gesagt, also wir haben jetzt hier rausgefunden, sie braucht... Wir haben den Wachbericht, glaube ich, präsentiert und gesagt, sie kann ja gar nicht... Richtig. Im Gesehen da vorbei sein. Richtig. Ja, aber was machen wir dann? Da kam Gloria jetzt her und hat gesagt, doch. Genau. Aber ansonsten, es kam ja auch nichts dazu oder so. Soll ich jetzt mal durch und gucken? Ja. Ich muss diese Widersprüche schnell finden. Nick, der Prozess darf jetzt nicht zu Ende gehen. Erst in 4 Stunden. Na. Sogar Nora ist hierher gekommen, um uns zu unterstützen. Nora? Ah, die schwarze Katze. Die große Katze Arcana. Arkatza. Große Katze Arcana. Snobilikana. Republikaner. Die große Hexe. Genau. Roxana? Mauzana. Mauzana, genau. Hat also immer eine schwarze Katze an ihrer Seite.
Stell dir mal vor, die große Katze Arcana hat immer einen schwarzen Menschen an ihrer Seite. Warum ist es keine weiße Katze? Das ist wirklich rassistisch. Weiß auch nicht. Oh Mann. Okay, du bist. Aber weißt du, wenn Arcana immer von einer Katze begleitet wird? Müsste sie auch während des Vorfalls dabei gewesen sein, oder? Jetzt, wo Maya es sagt, wäre ich schon längst drauf gekommen gewesen. Ich glaube, dass ich damals tatsächlich eine schwarze Katze auf dem Glockenturm gesehen habe. Ja, aber das hatten wir wirklich schon mal. Vielleicht steckt da wirklich etwas dahinter. Eine Hexe mit einer schwarzen Kiste, Katze. Ganz was Neues, ja, ja. Das hatten wir, aber... Moment. Sie wurde sich bewusst und sollen wir jetzt mal Nora präsentieren dort? Mhm. Weil, wenn... Oh, das ist... Nee, oder? Ich will wieder einen Tipp nehmen. Ja. Echt? Dann sind wir wieder in der Spur. Ja, genau. Und dann schaffen wir irgendwann mal was allein und am Ende lösen wir es nur mit Tipps. Aber ehrlich gesagt, ich hab ja so Vermutungen, aber ich trau mich irgendwie nicht, weil es könnte falsch sein. Ja. Und wir haben ja nur 5 Schilde oben und wenn die für den ganzen Prozess gehen? Ja. Da angreifen, aha. Na dann. Na, ich hätte was präsentiert, zum Glück haben wir es nicht gemacht. So. Beobachten jetzt. Ah, das gibt's ja auch noch. Ja. Es wurde euch... endlich bewusst! Oh Gott. Die Katze zieht die Fäden. Was? Oh. Na, wie auch immer. Nein, steht im... Ach so, ja, du siehst den Livestream-Chat gar nicht, oder? Nee, soll ich den mal einblenden? Das hat mich verwirrt. Ach so, du kannst auch auf Live und dahinter /Chat gehen, dann siehst du nur den. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ja, dann siehst du... Aber vorsichtig, es könnten immer Spoiler auftauchen. Bisher hat sich jemand zurückgehalten, habe ich gesehen. Weil diese Person mal nett ist. Ich bin auch froh, dass überhaupt jemand zuschaut. Die ja, eben. Die letzte Aufnahme, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Wo kann ich auf Chat gehen? Also du gibst oben in der URL einfach nur noch /live dahinter ein. Okay. /Chat. Live ist ja, glaube ich, schon. Chat. So. Spoiler werden von mir an Autos gebunden. Gebunden? Die schraubt man fest. Das hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Nee, schade. Na gut. Wurscht. Ich kann es höchstens so schieben, dass nur der Chat zu sehen ist überhaupt. Mhm. Also, sie hat schon immer das Gefühl. Ja, ich hatte schon immer das Gefühl, dass meine Erinnerungen reichlich unscharf sind. Und dass ich nicht bin, wer ich zu sein glaube. Dass ich etwas sehr Wichtiges vergessen habe. So. Könnt ihr uns erzählen, wann ihr euch der Präsenz Arcanas in euch bewusst wurdet? Dies geschah, als ich mit Professor Layton und Luke zum großen Archiv ging. Seit ich dieses Gemälde und bla bla bla, das hatten wir eigentlich alles schon. Ich erinnere mich an Geschehnisse von längst vergangenen Tagen. Erinnerungen an das legendäre große Feuer. Jetzt müsste eigentlich nichts passieren. Okay. Aber, also aber sie hat das gerade so langsam beobachtet damals. Das war der Unterschied. Hm. Ja, nee, aber irgendwann muss ja auch mal die Mauzi da was machen. Das legendäre... Große Feuer! Ah, genau. Große Feuer? Brubbel, 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 brubbel. Ich sah es. Es war dort. Ich war dort, als es geschah. Es war dort, als ich geschah. Wie lyrisch. Ich sah, wie die Stadt von den Flammen verschlungen wurde. Ja. Ihr könnt es nicht gesehen haben, das ist nicht plausibel. Nicht plausibel! Das große Feuer brannte vor etwa 100 Jahren und es gab keine Überlebenden. Es wäre fast vom Stuhl gefallen.
Ja, ich bin mir dessen bewusst. Aber es ist wahr, ich erinnere mich an das Feuer. Ich kann mich erinnern, weil ich Arcana bin. Ja, und jetzt?